wird Zeit. Tja, da wollen wir wieder mal. Das wird heute die dritte Runde. »16:37 werde ich abgelöst. Und bis dahin, wie immer, mit Visitenkarte.« Ich soll Ihnen also was über unsere Bahn erzählen. Naja, während der Fahrt ist das eigentlich verboten. Na gut, weil es für einen Film ist. Da können wir uns das schon mal leisten. Also, das Ganze ging vor reichlich 100 Jahren los. Es fing ganz langsam an, so mit 1 bis 2 PS am Zügel. Die erste Pferdebahn fuhr 1872 vom Pirnaischen Platz in Richtung Blasewitz, damals noch ein Vorort von Dresden. Es vergingen immerhin noch 20 Jahre, bis die erste elektrische durch Dresden schunkelte. Ja, ja, das waren noch urgemütliche Zeiten mit Bügelwänden und Schaffnerhilfe beim Ein- und Aussteigen und so. Übrigens gab es in Dresden bis 1905 zwei Straßenbahngesellschaften. Die Wagen der Deutschen waren rot und die der Englischen gelb gestrichen. Naja, Konkurrenzsorgen. So nach und nach hatte die Bahn ihre Startschwierigkeiten überwunden und wurde Anfang des Jahrhunderts das wichtigste Verkehrsmittel unserer Stadt. Die Beförderungsleistungen stiegen ganz schön an und so mussten neue Wagen her. Die kamen auch in den 20er Jahren und sie sind bis heute unverwüstlich im Einsatz. Ach übrigens, haben Sie schon bezahlt? Gut, gut, war ja auch nur eine Frage. Wo waren wir gleich stehen geblieben? Ach ja, bei unseren Kurbelinduktern, den MAN-Wagen. Hier beim Rangieren, das war ein Aufwand, was? Hier nun unsere ET. ET? Ach, wir Straßenbahner kürzen eben gern ab.
Also, ET heißt nichts anderes als Einheitstriebwagen. Viele kennen ihn auch als Gotha. Ist ja auch logisch, wenn er dort gebaut wurde. Jetzt hätte ich Ihnen doch beinahe unsere ehemals besten Pferde unterschlagen. Die Hechtwagen. Der Große entstand in den 30er Jahren und ist zusammen mit dem kleinen Bruder direkter Vorfahre unserer modernen Tatras. Nach 40 Jahren harter Arbeit rollte der Große ins Museum. Der Kleine fährt noch zur Freude unserer Jüngsten als Sandmännchen-Express Richtung Kinderkrippe. So, jetzt aber endlich zu unseren roten Tatras. Die Kinderkrankheiten haben sie ja inzwischen überwunden. Sorgen bereiten sie uns hin und wieder einmal. Aber wenn sie dann so stolz wie hier daherkommen, macht's Fahren einfach Spaß. Sie glauben mir nicht? Probieren Sie es doch selbst mal. Zum Tag der offenen Tür haben sie dazu Gelegenheit und die wird immer ganz schön genutzt. Es kann ja mal vorkommen, dass Sie den Häuserfassaden, Straßenlärm oder Benzinqualm überdrüssig sind. Dann setzen Sie sich in eine unserer Bahnen, vielleicht in 20 Pfennige. Ach nee, das war früher so. Heute müssen Sie Ihr Schnipsel schon vorher kaufen. Na also, und schon geht's hinaus ins Grüne. Ganz in Grün unsere kleine Rumpelbahn nach Kreischa. Sehr beliebt, besonders am Wochenende. Halten Sie sich fest in Richtung Pillnitz. Achterbahnzuschlag brauchen Sie deswegen nicht gleich zu bezahlen. Und jetzt noch was unter der Rubrik Es war einmal. Sehen Sie sich die Bilder genau an. Nie wieder haben Sie die Gelegenheit, mit der Straßenbahn nach Heinsberg zu fahren. Jetzt fahren hier Autobusse. Eigentlich schade, denn es war ja immerhin eine ganz interessante Strecke.
Also eigentlich sollte ich Ihnen das gar nicht zeigen. Unser Straßenbahnstilleben am Heiderand. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehen wir die Verschrottung unserer Veteranen. Aber keine Angst, wir heben ein paar Museumsstücke auf. Mensch, Meier, pass doch auf. Also heutzutage, da hat's mancher ganz schön eilig. Sehen Sie sich bloß mal die Hektik an. Da können einem die Haare zu Berge stehen. Endlich raus aus dem Gewühle, in Richtung Loschwitz. Hier kann ich Ihnen nämlich gleich drei elektrische Bahnen zeigen. Die eine hat zwar Gummiräder, wird aber trotzdem mit Strom betrieben. Unser Obus, sehr umweltfreundlich, nicht? Anziehungspunkt für viele Touristen sind immer wieder unsere beiden Bergbahnen. Die Standseilbahn fährt zum Balkon Dresdens, den Luisenhof. Immerhin 100 Meter Höhenunterschied. Auf der anderen Bergseite geht's mit der Schwebebahn nach Oberloschwitz. Wenn's Seil reißt, keine Sorge. Bremsweg 2 Meter. Auch das noch, Bügelbruch. Von wegen, ihr wisst, kann. Ihnen ist wohl noch nie was kaputt gegangen. Bei uns wird jedenfalls schnellstens repariert. Sehen Sie sich doch mal in Ruhe den Gleisbau an. So umständlich wie hier wird nur noch selten gearbeitet. Meistens werden jetzt die großen Verbundplatten verlegt. Aber das haben Sie ja sicher schon gesehen. Halten Sie sich fest, es geht weiter. Und womit wir gleich zur beliebten Rätselecke kommen. Kennen Sie die rote Welle? Nee? Nicht die neuen Tatra-Wagen. Auch keine Werbung, ganz einfach. Vier kleine Lämpchen zwischen Altmarkt und Platz der Einheit vor jeder Kreuzung und immer gesperrt. Nächste Haltestelle, Postplatz. Der Dreh- und Angelpunkt der Dresdner Straßenbahn. Na, und damit es hier immer rollt, passt da oben einer auf. Der Platz hat ja inzwischen seinen Spitznamen weg, nämlich Rennplatz. Warum? Na, versuchen Sie mal von der 7 zur 4 zu sprinten. Die 200 Meter machen Sie mächtig warm. War bestimmt nicht einfach, die Haltestellen so großzügig zu dezentralisieren. Na, ich denke, dass Sie jetzt ein bisschen mehr über unsere Bahn wissen. Sollten Sie in 100 Jahren wieder mal mit mir fahren, kann ich bestimmt was Neues erzählen. Ob es da noch eine Straßenbahn gibt? Also wenn es nach mir geht, ja.
Na dann, ich muss weiter. Pünktlichkeit ist bei uns oberstes Gebot. Schnell einsteigen. In unserer Bahn ist für jeden Platz, wenn's auch manchmal etwas eng zugeht. Man gewöhnt sich eben an alles. Also dann, machen Sie's gut.